Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch mal über ein Thema reden, das ich persönlich nicht wirklich schön finde. Und zwar geht es dabei um Spam im Global Chat und übelste Beleidigungen. Und ich finde es halt einfach schade, dass man sowas machen muss. Auf jeden Fall geht's hier um diese Person, die Anastasia Farfire. Die hat halt gestern, ich war halt gestern Abend on, hab ein paar Mittis für den Club gesucht und ein bisschen mit dem Club unternommen was. Und dann hat sie halt gestern Abend irgendwann angefangen, im Sarg-Chat die ganze Zeit mit Punkt, hat die ganze Zeit so Punkt eingegeben. Und abgesendet und damit war die ganze Zeit gespammt und das hat einfach übelst genervt. Das Spam, das finde ich an sich, ja, es nervt, es ist aber nicht lebensbedrohlich oder so. Man muss diese eine Person, wie ich es getan habe, einfach auf die Ignore-Liste setzen und ja, dann ist die Spammerei für dich auch weg. Aber das Thema, was mich eigentlich mega daran stört, ist, dass dann einfach alle Leute irgendwie am Anfang, auch ich, bis mir die Idee auf die Ignore-Liste geschrieben. Also ich habe am Anfang halt irgendwie groß gemacht und habe dann geschrieben, hör auf oder bitte lass das. Aber darauf hat sie halt alles nicht gehört. Auch ein paar andere Leute. Haben ganz lieb versucht, sie darauf hinzuweisen, dass sie das bitte lassen soll und so. Aber das hat halt irgendwie alles nicht gebracht und sie hat die ganze Zeit weiter mit Punkt gespammt. Irgendwann kam dann bei mir der Punkt, wo ich sie einfach auf die Igno-Liste gesetzt habe. Dann sehe ich ja nur nicht mehr die Nachrichten von dieser Anastasia, sondern auch noch, also von der sehe ich die Nachrichten nicht mehr, aber von den anderen Leuten, die ihr irgendwas antworten, sehe ich sie noch. Und da kamen dann echt mega übelste schwere Beleidigungen raus. Da hat jemand irgendwie Wörter wie Schlampe oder Hure oder was weiß ich mit X halt abgekürzt, irgendwie, dass man es noch erkennen konnte. Und die haben auch geschrieben, meldet sie alle, sie hat nichts Besseres zu tun oder sowas. Und ich finde sowas halt einfach nicht okay. Klar, es nervt mich auch, wenn irgendjemand die ganze Zeit im Globi spammt oder im Club-Chat oder bei Freundes oder Sag-Chat oder was weiß ich oder per Post oder so eben. Also wenn da jemand spammt, dann ist es schon mal gar nicht okay. Aber dann kann man ihn einfach auf die Ignorantenliste setzen. Und wenn man, und wenn das überhaupt nicht nützt oder so weiter, dass da, wenn sich das ja wenn er irgendwie verbuggt hat oder so und das nichts klappt, kann man auch Star Stable anschreiben im Support und kann schreiben, ja, da ist irgendein Bug, ich kann die nicht mehr ignorieren und die spammt die ganze Zeit mit Funken oder was weiß ich eben, mit was er halt spammt. Und dann bekommt sie von Star Stable auch in den meisten Fällen eine Warnung. Und damit wäre die Sache für mich geklärt. Man kann solchen Leuten einfach auf den Weg gehen, man muss nichts mit denen machen oder so. Aber dass man die dann einfach mit Schlampe, Hure, was weiß ich für Ausdrücken, die sogar übelst schlimm sind, einfach so beleidigt. Ich meine, als allererstes Mal, da gibt's auch noch ganz kleine, ich sag mal nicht ganz alleine, aber auch noch kleinere Kinder, 8, 9 Jahre alt oder so. Und die sollten solche Wörter halt einfach nicht hören. Das ist doch übelste Sau, dass man sich sowas traut zu schreiben. Und dann das Zweite, stell dir mal vor, du selber würdest im Chat spammen
und du denkst dir nichts Böses dabei und denkst, die anderen Leute finden das auch einen Spaß irgendwie oder du verstehst es irgendwie falsch, die Leute, dass die Leute das nicht möchten oder so, und spammst halt weiter. Oder machst das für irgendein Video, wie reagieren Leute darauf? Keine Ahnung, also du spammst halt auf jeden Fall weiter, denkst dir nichts Böses dabei. Und dann kommt jemand, der dich mit übelst schlimmen Ausdrücken fertig machen möchte. Das geht gar nicht, Leute. Ich nenne keine Namen, wer beleidigt hat. Ich sag nur, es waren einige. Es waren viele. Ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr auf das Amphitheater. Aber dann habt ihr dann alle nacheinander auf die Ignorantenliste gesetzt. Inzwischen wieder runter. Die Anastasia habe ich nur wieder drauf gemacht. Also ich halte Leute nicht lange und nicht gerne auf der Ignorante. Wenn jemand drauf ist, dann werde ich den, dann werde ich den einfach, wenn er drauf ist, einen Tag später oder so, in der Hoffnung, dass er sich beruhigt hat, einfach wieder runterlassen und ihm seinen Weg gehen lassen. Die Anastasia, wie er auf der Ignorante gesehen hat, hat halt nicht gelassen, hat mich weiter genervt damit. Deswegen ist jetzt wieder drauf und da lasse ich mir jetzt auch mal ein bisschen. Die anderen Leute, die dann so mit Ausdruck beleidigt haben, habe ich wieder von der Ignoliste runter. Weil die sich auch wieder eingefangen haben, haben sie auch einfach ignoriert und so. Ja. Also ich finde es einfach nur schade, dass es Leute gibt, die nichts Besseres zu tun haben, als zu beleidigen und grundlos einfach. Einfach Scheiße bauen. Ja, das ist jetzt auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich könnte mehr dazu sagen. Aber dazu müsste ich Namen nennen und die möchte ich nicht nennen. Ja. Das war's dann auch schon mal. Ich wollte mehr zu dem Thema auch gar nicht sagen. Ich wollte einfach mal euch klar machen, das ist egal, wer spammt, nicht okay ist. Und das ist, egal, wer es ist, beleidigen schon gar nicht geht. Damit würde ich mich jetzt auch schon von euch verabschieden. Tschüss.